Liebe Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, über den Umgang mit Drogenhandel und Drogenkonsum wird seit Jahrzehnten sehr emotional diskutiert. Inzwischen diese Debatten schon an vielen Punkten von den gesellschaftlichen Realitäten überhöht worden. Insbesondere was die Cannabiskonsum angeht. Erlauben Sie ein paar Eckpunkte über die Cannabiskonsum und unsere Haltung zu sagen. Bisher haben jetzt die Mittel des Strafrechts und andere rechtliche Sanktionen nicht vermocht, den Konsum einzudämmen. Das ist eine Realität und Handel im Griff zu bekommen. Es scheint uns daher sehr überfällig, die geltenden rechtlichen Normen an die gesellschaftlichen Realitäten anzupassen, auch im Hinblick auf eine nachhaltige Verbesserung der Voraussetzungen für eine wirksame Präventionspolitik. Mit dem Gesetzentwurf zu einem Cannabiskontrollgesetz haben die Grünen im Bundestag 2015 die gesellschaftliche und politische Debatte um eine Neubewertung der Sucht- und Drogenpolitik wieder neu belebt. Ziel ist es, durch eine kontrollierte Abgabe und einen kontrollierten Markt und wirksame Jugendschutz. Meine Damen und Herren, seit Mai 2011 ist es grundsätzlich möglich, Cannabis zur Herstellung von Zubereitungen zu medizinischen Zwecken zu verwenden und cannabishaltige Zubereitungen, die als Fertigarzneimittel eigentlich zusammengelegt sind, zu verschreiben. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte kann in Ausnahmefällen eine Erlaubnis zu wissenschaftlichen oder anderen im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken erteilen. Mit der vor wenigen Tagen beschlossenen Gesetznovelle zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes ist nun auch die Vergabe von Cannabis aus medizinischen Gründen unter Verschreibung auch möglich. Meine Kolleginnen und Kollegen, die Forderung der Grünen und viele gesellschaftliche Gruppen gehen aber wesentlich weiter. Über Modellversuche die Möglichkeit zu überprüfen, ob es eine kontrollierte Abgabe von Cannabis unter Einhaltung des Jugend- und Verbraucherschutzes einen risikoärmeren Konsum fördert, sogar negative Effekte des Verbotes verringern, sogar beseitigen kann. Dieses Ziel ist nicht, den Drogenkonsum zu befördern, sondern ein gesellschaftliches Problem mit einem anderen Lösungsansatz zu begegnen und sich dabei stärker an den Lebensrealitäten zu orientieren als bisher. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bundesweit wird es 25 Kommunen über Modellprojekte einer kontrollierten Abgabe politisch diskutiert. In NRW haben bisher die Räte Düsseldorf und Münster Ratbeschlüsse gefasst zur Beantragung einer entsprechenden Modellprojekte. Die Beschlüsse in beiden Städten gehen jeweils auf eine Initiative dortige grüne Ratsfraktionen zurück. In beiden Städten finden in den Kommunen in kommenden Wochen und Monaten intensive Beratung über die Konzepte und Ausgestaltung der Möglichkeiten der Forschungsprojekte, die zu kontrollierter Abgabe beantragt werden sollen, statt. Die Piraten versuchen jetzt noch einfach, mit ihrem Antrag im Landtag auf den Zug aufzuspringen und vermitteln den Eindruck, als könnten wir und würden wir hier im Landtag über die Modellprojekte entscheiden können. Das ist natürlich nicht so. So sinnvoll und wichtig wir Grünen die kontrollierte Abgabe auch halten, der Landtag hier hat keine Kompetenzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Grünen unterstützen die Kommunen, die sich mit entsprechenden Initiativen auf den Weg machen und einen Antrag auf einen Modellversuch an das Bundesinstitut richten wollen. Zunächst müssen wir diese Anträge gut vorbereitet werden, was beide genannte Kommunen in NRW auch stärker grüne Beteiligung auch im Moment tun. Erst nach einem positiven Bescheid dann zuständigen Bundesinstitut gilt es, Finanzierung für die entsprechenden Modellprojekte auf Weg zu bringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber
Wir wissen auch, es bleibt dringend notwendig, auf der Bundesebene einen klaren rechtlichen Rahmen für eine kontrollierte Abgabe von Cannabis zu schaffen. Wir haben, die Grünen, mit dem Entwurf für den Cannabiskontrollgesetz in parlamentarische Initiative übernommen. Der Gesetzentwurf ist im Bundestag weiterhin in Beratung. Das heißt, wir setzen es alles daran, dass es in eine entsprechende Änderung kommt. Aber trotzdem werden wir heute sowohl den Antrag der Piraten als auch den Entschließungsantrag der FDP hier ablehnen, weil wir dafür inhaltlich überhaupt keinen Grund sehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Kollege Ünal, bleiben Sie einen kleinen Moment bitte am Redepult. Herr Kollege Düngel wollte Ihnen eigentlich eine Zwischenfrage stellen. Aber wenn ich Sie noch mal unterbrochen hätte, wäre das auch schwierig geworden. Möchten Sie das jetzt als Kurzintervention halten? Ja? Okay, dann schalte ich Ihnen das Mikro frei und Herr Kollege Ünal hört. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, dass wir da auch so flexibel reagieren können und ich die Möglichkeit habe, eine Kurzintervention dann an der Stelle anzubringen. Herr Kollege Ünal, Sie haben jetzt mehrfach ja so die Position der Grünen noch mal dargelegt. Sie werden verstehen, dass ich anderer Meinung bin, dass wir sehr wohl auch auf Landesebene in gewisser Weise Kompetenz haben, auch in diesem Belang. Ich sehe immer wieder, gerade im Gesundheitsbereich, gerade im Gesundheitsministerium, immer wieder, dass die Schuld oder die Verantwortungsfrage, die Durchsetzungsfrage auf die Kommunen gesetzt wird oder halt eben auf den Bund. Das Land kann, wenn ich Ihre Ausführungen und auch die der Gesundheitsministerin dann immer wieder folge, das Land kann hier eigentlich so gesundheitsmäßig im Prinzip überhaupt gar nichts machen. Da wäre meine Frage als Zwischenfrage gerade gewesen, wann wir denn das Gesundheitsministerium auf Landesebene tatsächlich abschaffen. Das scheint ja nicht erforderlich zu sein. Und die zweite Bitte, jetzt kann ich auch zwei Fragen stellen, wäre, wo ist Ihr Entschließungsantrag zu dieser Thematik? Wo ist der Antrag, der ganz klar nochmal hier darstellt, wir Grünen im Land, wir können das dann auch mit unserer rot-grünen Regierungskoalition dann auch durchsetzen, das sind unsere Positionen, all das, was Sie immer überall und so schön sagen, wieso bekommen wir das hier nicht schriftlich? Wo ist der Entschließungsantrag? Ja. Dankeschön. Herr Kollege Ünal. Gut. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir haben als Grüne unsere Positionen sowohl auf der Bundes-, Landes- und kommunalen Ebene klar dargestellt, wo wir stehen. Erstens, Land hat natürlich die Möglichkeiten. Ich habe aber keine Kompetenzen in diesem Antrag gesehen, weil Sie auf einmal nur 1 Million Euro zur Verfügung stellen wollen, obwohl die Kommunen diese Anträge gestellt haben, überhaupt keinen Finanzbedarf angemeldet haben. Weil diese Antragstellung der Kommunen kostet 20.000 Euro, die machen selber. Und danach, wenn die Bundesinstitut die Genehmigung erteilt hat, die Sondergenehmigung, dann müssen wir tatsächlich über die Modellprojekte, über wissenschaftliche Begleitung Gedanken machen, wie man finanzieren kann. Dabei kann Land auch eine Rolle spielen, aber momentan, wo wir stehen, gibt es überhaupt keine Möglichkeiten, über das Land diese Finanzierung bereitzustellen. So gesehen kann man, ich glaube, sagen, dass dieser Antrag inhaltlich, ich glaube, überhaupt nichts bringt. Wenn Sie daran interessiert hätten, Sie sehen ja, dass im Landtag darüber immer noch einen Diskussionsbedarf gibt, dann hätten Sie zur Überweisung gestellt, dann könnten wir im Fachausschuss miteinander noch mal diskutieren. Sie sehen ja den Bedarf hier, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. So gesehen sind Sie, ich glaube, inhaltlich nicht daran interessiert, die Sache voranzutreiben, sondern einfach einen Impuls geben, nach außen diese Signale zu geben. Und da spielen wir nicht mit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ünal. Für die FDP-Fraktion hat jetzt Frau